Das wollte ich doch glatt wie bei World of Tanks gerade dreimal R nach vorne machen, so Dauerlaufen. Autolaufen gibt's bei euch bei Days nicht. Oder DayZ, wie man es auch nennen mag. DayZ. Dann habt die letzte Möglichkeit. Wenn ihr wisst, wie hier Autolaufen anmacht, sagt's mir einfach. Ich bin für jeden Tipp gerne dankbar. Ich bin ja nicht der Profi. Ne, Profi so geschrieben. Wisst ihr ja ganz klar Bescheid. Profi. Ne, Profi. Der Celie Enfield. Die packen wir lieber weg. Die ist mir zu laut im Schießen. Da sind ein paar mehr Häuser. Sagt der Kompass. Da geht's Richtung Norden. Deswegen sind nordwestlich. Nord-nordwestlich. Aber die killen sich hier gegenseitig immer alle. Wie gesagt, das Spiel kann streckenweise sehr, sehr langweilig sein, aber es kann auch sehr actionreich sein, wie ich... Ich gucke mal abends so ein paar Streams. Vielleicht kennt ihr ja Twitch.tv. Twitch.tv kann ich gerne mal verlinken. Da werden so alle Spiele gestreamt. So das beste Spiel, also mit den meisten Zuschauern, ist halt eben League of Legends. League of Legends wollte ich auch schon lange ein Let's Play drüber gemacht haben, aber ich habe das jetzt so lange nicht mehr gespielt, ich bin da fast wieder raus aus dem Spiel. Ich müsste das erstmal so wieder ein paar Runden zocken, oder? Aber ich würde es gern spielen, aber so Online-Spiele sind halt eben schwer zu machen. Hier bei Days geht's ja noch, weil es ja teilweise ja viel PvE-Content ist, also Player versus Environment statt Player versus Player, aber es gibt ja auch PvP, ne? Aber bei World of Tanks ist ja nur PvP und wenn da mal eine scheiß Runde läuft, dann will man die ja nicht aufnehmen. Mittelmäßige Runden nehme ich gerne mit, damit man merkt, so, das ist ja nicht immer toll, was da ist. Das muss auch so sein, finde ich. Super Runden nimmt man sowieso mit, das ist ja ganz klar. Und mittelmäßige Runden nehme ich ja auch gerne mit. Aber schlechte Runden, wo man direkt von vornherein weggebolzt wird oder so, macht ja gar keinen Sinn. Das Spiel geht hier so. Bei League of Legends, denke ich mal, verhält sich das ähnlich zu World of Warcraft. Da dauert ja mal eben so eine Runde 40, 50 Minuten oder sogar eine Stunde. Und ja, es gibt natürlich noch 3 und 3 oder man könnte Dominion zocken. Dann würde das ein bisschen kürzer gehen. Aber ich muss das Spiel halt eben erstmal wieder spielen. Ich habe jetzt so bestimmt 3, 4, 5 Helden verpasst. Guck mal da, ein Hase. Mal getroffen haben wir ihn aber nicht. Wir haben nochmal wieder auf uns aufmerksam gemacht. Sehr gut, Flatrate. Aber am Hasen kommt man nicht hinterher, das ist... Da muss alles leckfrei sein, etc. Da ist er. Ne, ne, will ich keine Munition verschwenden. Würdet ihr in der Wildnis ja dann auch nicht, ne? Wenn ihr jetzt wirklich in der Wildnis sein würdet und so ein Hase gibt doch nur ein Essen, also einmal Essen, kann zwar über Leben und Tod entscheiden. Ich habe auch schon einen Hasen gekillt, aber dann stand er direkt vor mir und hat sich nicht bewegt. Da habe ich den mit dem Beil gekillt. Geht alles. Dann lieber eher so ein Schwein, ein Hirsch, ein Reh, eine Kuh. Reh gibt es jetzt nicht, aber ein Hirsch gibt es, glaube ich. Schaf gibt es, Schwein gibt es und eine Kuh gibt es, ne? Die geben viel mehr Fleisch. Aber ich habe ja auch gar keine Möglichkeit jetzt mit dem Hackgeballchen hier Holz abzumachen.
Holzart zu schlagen. Immer den Schiss, ey, dass hier irgendeiner von der Seite BAM einen wegfetzt. Weil er gerade so mitten im Norden ist und denkt, ach cool, der ist im Norden, der hat es überlebt, ne, den schießen wir einfach mal ab. Den schießen wir einfach mal ab, vielleicht hat er ja gutes Gear dabei. Ich habe kein schlechtes Gear dabei, will ich mal so sagen, ne. Ich habe viel Überlebenszeug dabei. Essen, Morphininjektor, ich habe sogar ein Zelt dabei, aber da wird ein Zelt. Ich könnte hier so ein Zelt hinbauen, meine Sachen da reinpacken, mir die Koordinaten markieren und, ja, dann zum nächsten. Aber ist, glaube ich, dann Server gebunden, dieses Zelt, glaube ich. Wenn es auf jedem Server wäre, wäre ja pervers. Dann steht ja auf überall ein Zelt. Nee, nee, das ist schon. Denke ich mal, Server gebunden dann. Server. Hätte ich eine Karte, könnte ich Sehenswürdigkeiten anlaufen, aber ich bin jetzt hier echt so ein bisschen gezwungen, auf gut Glück zu laufen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich versuche das auch so gut wie möglich zu kommentieren. Ist halt eben jetzt nicht viel Witziges dabei. Das ist ja purer Ernst, weil es ist ja Survival, ne? Ich weiß auch nicht, warum dieser Kompass hier so einen Grafikbug hat. Naja. Was soll machen? Und nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich halt eben des Öfteren mal jetzt, ja, Folgen durcheinander haue. Also habt ihr ja gesehen, von der 4. auf die 5. Folge ist es halt eben so, dass ich dort erstmal Material gelöscht habe. Zweitens bin ich dann auf einem anderen Server neu gespawnt, hatte alle gar keine Sachen mehr. Also im übelsten Süden gespawnt. Und dann habe ich auch noch mit Kollegen gezockt und mal zocke ich mit Kollegen, mal bin ich alleine. Das, aber das Spiel, wenn man mal auf dayzmod.com geht, auf die Seite dayz.mod. Dachte, ich hätte was gesehen. Also, das lernt man bei der Bundeswehr, wenn man was sieht, sofort runter, Deckung, damit einem bloß, damit man bloß nicht aufgeklärt wird. Dort steht nämlich Statistiken. Und in den Statistiken steht, dass wie lange. Was haben wir denn da? Das ist doch auf jeden Fall ein. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Genau, auf der Website steht halt eben DayZ-Mod und die durchschnittliche Lebensdauer eines Spielers. Das ist von 35 Minuten auf 45 Minuten hochgegangen. Ja, das ist. Da gehen wir jetzt mal hin. Vielleicht können wir da was looten. Das ist so eine kleine, ganz kleine Dingsanlage. Das ist ein Schuppen auf jeden Fall. Und dann gehen wir lieber uns. Wir gehen das links und dann gehen wir. Wo ist der denn? Der ist nördlich. Das sind auf jeden Fall Zombies. Schön freies Feld zum Abballern. Ich weiß nicht, ob es hier was zum Looten gibt, ne? Aufpassen. Ich glaube, zwei Zombies. Ich glaube, vorne an dem Häuschen gibt es was. Ach, auf dem Feld hört man einen super laut. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ah, geil! Wir haben eine Axt. So. Axt haben wir. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt haben wir hier die Axt. Können wir mit Holz und sowas nehmen. Gucken wir hier noch alles durch. Es war klar, dass das noch ein paar Dosen sind. Was ist da drüben? Das ist doch nur eine Mauer, oder? Okay, den haben wir jetzt gepult. Dann können wir auch direkt schnell laufen. Das ist nur einer, den wir gepult haben, oder?
Dann nehmen wir den jetzt mit aufs Feld raus und dann laufen wir zur Scheune. Dann schießen wir den erstmal um. Oh, da kommt aber noch ein zweiter. Das ist ja eigentlich genug Zeit. Jetzt leckt es wieder. Oh, jetzt hat er mir sogar ein Bein gebrochen. Das ist sehr doof. Zelt hin, Zelt her. Ich muss mal schnell das, ich kann mich erstmal aufrichten. Schieß mir das mal in den Kopf. Das ist ein Schaf? Das war witzig. Den tun wir nicht. Das Schaf. Ein Schell kommen uns auch noch. Dann essen wir nämlich gleich erstmal richtig schön. Sehr gut. Nicht sonst weiter nichts gepult. Direkt wieder hinknien, das ist wichtig. Habt ihr irgendwas? Nö, dann sollte man auch Hide Buddy machen. Schön vergraben, den kleinen Spinner. Hat auch nichts. Hide Buddy. Yes. So. So, jetzt haben wir jetzt den Knöchel gebrochen. Jetzt stehen wir auf und wenn wir gehen wollen, direkt wieder tiefste Gangart. Robben. Anders geht das leider da nicht. Und dann kann man das nur machen, indem man sich jetzt Morphin gibt. In den Rucksack nimmt sich jetzt hier eine Morphin-Injektor, packt den rüber und sagt Take Morphin. Und dann ist der Knochenbruch wieder weg. Ich glaube zwar nicht, dass das so, so einfach so gelöst ist. Und direkt auch sehr unrealistisch, aber, so ist das halt im Spiel. Muss halt eben nicht vereinzelt gemacht werden, vereinfacht. So. Ich glaube, das Zelt, das haue ich jetzt mal einfach weg. Das will ich gar nicht mehr, weil wir jetzt gleich Dings haben. Und ich trinke jetzt mal was, damit ja auch Platz ist. Ich glaube, das Schaf gibt 3 bis 5, ich weiß es nicht. Getrunken haben wir. Und das Schaf gibt doch übelst viel Fleisch. So, wo haben wir es denn erschossen? Hier doch, ne? Wo ist denn das blöde Schaf? Da ist es. Ach, wir haben kein Hunting Knife, ich Idiot. Manno. Ja, wir haben leider kein Hunting Knife. Das ist dämlich. Das müssen wir noch finden. Aber... Ah, okay. Wir hoppeln jetzt mal rüber zur Scheune. Da kann ein Hunting Knife drin sein. Muss ich eigentlich... So, wo ist das Schaf? Da. Wenn ich jetzt aus der Scheune genau rauskomme, ziemlich genau südlicher Kurs, ein bisschen links. Falls da jetzt ein Hunting Knife drin ist, ne? Was ist das? Das ist eine Kuh, ne? Ja, ist eine Kuh. Na geil, ist auch eine riesen Kuh. Wenn wir jetzt kein Hunting Knife haben, wir könnten uns hier richtig schön Blut hochfressen. Ja, diese bedrohlichen Sounds aus dem Game, ey. Schwahnsinnig. Das sind noch 2 Ortsschilder. Eine Map da zu finden. Ich habe hier schon Zombies. Wie viele Magazine haben wir denn? Noch 2 Magazine, 3 Schuss hier drin. Dann laufen wir mal schneller rein. Ich laufe da direkt rein, pull die und schieß sie weg. Das andere macht keinen Sinn. Und in so einem Schuppen habe ich mir letztes Mal ein Bein gebrochen. So, wir rennen direkt hier hoch.